Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'd. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Heute fahren wir fort, insha'Allah ta'ala, liebe Geschwister, mit der Sura Al-Hijr. Und wie besprochen, werden wir immer, insha'Allah ta'ala, in Kombination mit dieser Sura auch andere Themen im Islam besprechen, die wichtig für uns sind zu erlernen, damit wir unseren Iman stärken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns einen starken Iman geben. Gestern haben wir über welche Ayah gesprochen? Über die Ayah? Ja, Ayah 9. Wenn wir zu den Leuten rausgehen und sagen, es gibt eine Ayah 9, die ist sehr interessant, werden sie was damit anfangen können? Na. Sehr gut. Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. Wir haben diese Ermahnung herabgesandt. Was haben wir gesagt? Was bedeutet Ermahnung, Ali Jan? Den Koran. Sehr gut. Wir haben den Koran herabgesandt und wir werden ihn bewahren. Und das gestern haben wir sehr ausführlich über diese Eier gesprochen. Wir haben eigentlich nur diese Eier behandelt. Natürlich, diese Eier kamen als Antwort von Allah subhanahu wa ta'ala, weil die Mushrikun sich lustig gemacht haben über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرِ إِنَّكَ لَا مَجْمُونَ إِنَّكَ لَا مَجْنُونَ. Und sie sagten, die Mushrikun, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, o du, auf den angeblich die Offenbarung herabgesandt worden ist. Das heißt, was willst du uns vormachen? Wir glauben nicht an dich. Du bist doch nichts anderes als ein Verrückter. Was hat Allah azza wa jalla ihnen geantwortet? Inna nahnu nazzalna dhikr. Wir haben diesen Koran herabgesandt. Als Antwort auf diese Mushrikun, damit sie wissen, dieser Koran ist nicht irgendetwas, was man herbeigezaubert hat, sondern er ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das war eine Antwort auf die Mushrikun. Heute werden wir bi'idhnillah as-samil alim die weiteren Ayat lesen. Was schlägt ihr vor? Wie viele Ayat sollen wir machen? Bis Ende der Seite könnt ihr oder lieber etwas weniger? Drei? Drei. Inshallah. Drei plus zwei oder drei? Drei. Drei. Inshallah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Bitte, wenn ihr diesmal nach mir liest, laut lesen und in Gemeinschaft lesen. Und achtet auf den Takt, inshallah ta'ala. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يؤمنون به لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين وقد خلت سنة الأولين ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به الأولين وقد خلت سنة الأولين. نعم, das sind die vier Ayat, verzeiht mir, damit wir auch den Sinnzusammenhang mitnehmen. Über es heute der Kufr der Mushrikin und wann Allah subhanahu wa ta'ala Herzen in die Irre gehen lässt. Na, die Übersetzung. Wir haben bereits vor dir unter den Lagern der Früheren entsandt. Nochmal, wir haben vor dir? Wir haben ja bereits vor dir unter den Lagern der Früheren entsandt. Okay. Auf Deutsch jetzt werden wir inshallah behandeln. Wir haben vor dir, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Gesandte geschickt, die zu ihren Völkern, zu Gruppen kamen, die zu Jama'at kamen, zu verschiedenen Leuten entsandt wurden. Shia, was bedeutet das Wort Shia? Na, Gruppe bzw. Anhänger. Das ursprüngliche Wort Schia ist nichts Schlimmes. Aber wer hat das verschmutzt? Die Schia. Allah subhanahu wa ta'ala, als er im Koran über Ibrahim alayhi salatu wa salam gesprochen hat, sagte er, وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمُ. Und wahrlich zu seinen Anhängern gehörte Ibrahim. Zu den Anhängern von wem? Von Nuh alayhi salatu wa salam. Deswegen, das ist ursprünglich kein schlimmes Wort. Aber diese Leute haben es beschmutzt. Bis sie heute die Rawafid, insbesondere, das bedeutet die Schia, in allen drei Kategorien vom Tawhid Schirk machen. Ar-Rububiyya, ihre Imame können Leute, können etwas im Universum beeinflussen. Wal-Iyadhu Billah. In Uluhiyya, man soll wen bitten? Allah oder ihre Imame? Ihre Imame. Sogar sagten sie, wenn du auf dem Friedhof bist, dann bete nicht in Richtung von der Qibla, sondern wenn auch die Qibla in einer Richtung ist, aber das Grab von den Awliya, von ihnen, ist in die andere Richtung, dann begibst du dich in die andere Richtung. Und in Asma wa Sifat, sie sagen, ihre A'imma haben die schönsten Namen und Eigenschaften. Schaut mal, wie sie das Wort Shia beschmutzt haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala meint hier, dass ein jeder Gesandte zu seinen Völkern kam, zu seinen Gruppen kam, zu seinen Jama'at kam. Das ist hier gemeint. Und das ursprüngliche Wort Shia ist nichts Schlimmes. Weil Allah subhanahu wa ta'ala das im Positiven erwähnt hat, wie zum Beispiel hier über Ibrahim alayhi salatu wassalam, dass er zu den Anhängern von Nuh gehörte. Natürlich, die Propheten haben alle eine Botschaft mit sich gehabt und sie haben diese Botschaft verkündet und eine reine Botschaft dazu und keiner von ihnen hat etwas mitbekommen, was übel oder schlecht für die Menschen waren. Was übel oder schlecht für die Menschen war. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ Und kein Gesandter kam zu ihnen, ohne dass sie sich über ihn lustig gemacht haben. Und kein Gesandter wurde zu ihnen gesandt, zu den Völkern, zu den verschiedenen Gruppen, außer dass sie sich lustig über ihn gemacht haben. Und hier wollen wir etwas stehen bleiben, liebe Geschwister, weil das sehr, sehr wichtig ist. Wir leben in einer Zeit und fragen uns, warum passiert das mit den Muslimen in verschiedenen Ländern, nicht nur in den europäischen Ländern? Da würde man es ja eher verstehen, dass sie gegen den Islam abgeneigt sind. Wir reden auch insbesondere über die islamischen Länder, wo der Islam teilweise so heftig bekämpft wird, dass dort Gläubige bis heute noch getötet werden. Möge Allah azawajal unseren praktizierenden Geschwistern einen Ausweg verschaffen. Daher, was war überhaupt der Anlass? Das, was wir heute erleben, haben wir damals schon erlebt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und kein Gesandter kam zu seinem Volk, außer, dass sie sich über ihn lustig gemacht haben. Bezüglich des ersten Gesandten Nuh alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Hud, وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا
min. Jedes Mal, wenn eine Gruppe von den Kuffar an Nuh alayhi salatu wassalam vorbeikam, haben sie sich über ihn lustig gemacht. Qala in taskharu minni fa inna naskharu minkum kama taskharu. Er sagte als Antwort zu diesen Kuffar, wenn ihr euch heute über uns lustig macht, dann werden wir uns morgen über euch lustig machen. Izzah. Was meint er mit morgen? Yawmul Qiyamah. Wenn diese Leute aufgehört haben zu lachen. Hier in der Dunya können sie lachen, so viel sie wollen. Aber Yawmul Qiyamah werden wir uns dann lustig über sie machen. Und ihr solltet wissen, liebe Geschwister, damit ihr das auch für euch im Herzen trägt, ganz gleich, was die Kuffar uns angetan haben, Yawmul Qiyamah wirst du ein Fenster bekommen zu deinem Paradies und wirst sehen, wie die Kuffar bestraft werden. Und es wird dir nicht leid tun. So wenig, wie es ihnen leid getan hat, hier die Muslime zu töten und zu diskriminieren. Und daher, lass dich nicht täuschen, dass der Islam bekämpft wird. Das heißt nicht, dass der Islam schwach ist. Denn weder war er in der Zeit von Nuh alayhi salatu wassalam schwach, noch heute. Der Islam ist niemals schwach. Wer ist nur schwach? Wir, die Muslime. Der Islam selber ist eine Religion mit Izzah. وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Und Allah gehört die Izzah, der Stolz und die Ehre und auch dem Gesandten und auch die Gläubigen. Aber wir haben leider den Islam verraten. Und weil wir den Islam verraten haben, subhanallah, schaut, was Allah Azza wa Jal mit uns gemacht hat. Wallah, es gab einzelne Männer, die den Islam so viel Izzah gegeben haben, dass ganze Gruppen danach zum Islam konvertiert sind. Aber genau diese Männer fehlen uns in dieser heutigen Zeit und trotzdem gibt es viel Khair. Alhamdulillah, du wirst immer Leute finden, die bereit sind, für den Islam alles zu tun. Und du wirst Leute finden, die nichts bereit sind, für den Islam zu tun. Das war damals so und ist bis heute immer noch so. Nuh alayhi salatu wassalam hat ein Schiff gebaut in der Wüste. Und die Kuffar haben sich lustig gemacht. Sie sagten, kuntu najjaran wa anta al-yawma rasula alaykum salam tabarakat. Du warst ein Tischler und bist heute du warst ein afan kunta rasulan wa anta al-yawma najjaran. Du warst ein Gesandter und heute bist du ein Tischler geworden. Das heißt, heute baust du uns Schiffe. Erstmal warnst du uns und dann kommst du uns mit Schiffen. Und jedes Mal, wenn einer von den Erwachsenen von dem Volk von Nuh mit seinem Kind an Nuh vorbeikam, haben sie gesagt, guck mal, das ist der verrückte alte Mann, der euch irgendwelche Geschichten erzählt. Hört ihm nicht zu, er ist ein Lügner. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt das im Koran. Allah azza wa jal sagt, قال نوح ربي ها قال نوح ربي وقال نوح ربي قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا illa fajilan kaffara. Er sagte, o mein Herr, indem er Allah subhanahu wa ta'ala gebeten hat, o mein Herr, lasse niemanden mehr von den Kuffar übrig. Hier hat er das Bittgebet dann gesprochen, als Jibril alayhi salatu wassalam ihm die Botschaft überbracht hat, dass keiner mehr von seinem Volk was glauben wird. O mein Herr, lasse niemanden mehr von den Kuffar übrig, denn wenn du sie übrig lässt, werden sie deine Diener in die Irre führen. Sie haben gesagt, oh mein kleiner Junge, höre nicht auf den. Das ist ein verrückter alter Mann. Dieser wird dich nur in die Irre führen, sagten die Kuffar über Nuh alayhi salatu wassalam. Daher, liebe Geschwister, das ist nicht ein Einzelfall gewesen. Das war die Sunna von Allah. Und genau das ist die Fitna für unsere Herzen. Wir sehen, äußerlich, die Kuffar haben Macht, haben alles, was sie brauchen und können sogar auf die Köpfe der Muslime treten. Und die Muslime sind schwach, haben nichts
Und sie sind Leute, die die gesamte Zeit jetzt über in der Opferrolle sind. War das immer so, frage ich euch? Nein. Eine Frage. Wie erging es den Muslimen in der Zeit von Abu Bakr as-Siddiq? Hatten sie Izza, Ehre und Stolz, oder waren sie erniedrigt? Was hatten sie? Izza. In der Zeit von Umar. Umar hat so viele Länder erobert. Radiallahu anhu arda. Izza hatten sie auch in der Zeit von Uthman und Ali. Ich frage euch eine Frage. Warum hatten sie in der damaligen Zeit Izza? Warum? Aus welchem Grund? Na? Weil sie an Koran und Sunna festgehalten haben. Warum sind wir in der jetzigen Zeit erniedrigt? Weil wir alles folgen außer Koran und Sunna. Und das ist genau diese Ursache, über die wir uns aufregen. Wir brauchen uns nicht aufzuregen. Wenn wir uns aufregen sollten, sollten wir uns über wen aufregen? Über uns selber. Wir sind der Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala uns erniedrigt. Wir sind selber der Grund. Und Allah azza wa jalla sagt, subhanahu wa ta'ala in Surat Ar-Ra'd, إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. Allah wird niemals die Lage, die Situation von einem Volk, von Menschen ändern, bis sie sich selber ändern. Und lasst mal die anderen. Schauen wir uns selber an. Wir wollen den Sieg, wir wollen den Stolz in der Religion, aber schaut, subhanallah, wie viel Übles wir in der Religion machen. Wie viele von uns beten ihre 5 Gebete? So, jetzt nicht nur 5 Gebete, jetzt noch regelmäßig. Okay? Wie viele von uns versuchen, Allah azza wa jalla zu fürchten an jedem Tag? Hier fallen wir schon selber durch die Praktizierenden. Was sagen wir dann über die Nicht-Praktizierenden? Und daher, es wird niemals so sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns den Sieg gibt, wenn wir uns nicht muslimisch verhalten, religiös verhalten. Diese Gesandten kamen als einzelne Personen und sie standen einem ganzen Volk entgegen. Schaut mal, Nuh alayhi salatu wassalam hat ein ganzes Volk gehabt, was gegen ihn war. Ibrahim alayhi salatu wassalam, als er ins Feuer geworfen wurde, er war als einziger mit seiner Frau Muslim. Kein anderer Muslim existierte neben ihnen. Und sie standen einem ganzen Volk entgegen. Schaut mal, wie viele Muslime wir sind und wir heulen rum. Ja, der hat mich angeguckt und der hat sich lustig gemacht über mich und. Subhanallah. Stehst du einem ganzen Volk gegenüber? Wisst ihr, was das bedeutet, liebe Geschwister, einem ganzen Volk gegenüber zu stehen? Und nicht nur das, sie kommen jeden Tag. Und wie lange haben wir gesagt, hat Nuh alayhi salatu wassalam Dawah gemacht? 950 Jahre. Jeden Tag kamen die Kuffar und haben sich über ihn lustig gemacht. Leicht oder schwer? Kannst du das ertragen? Kannst du ertragen, dass jeden Tag Leute zu dir kommen und sich über dich lustig machen? Du wirst das keine 3, 4, 5 Tage mitmachen. Und hier sehen wir den Akhlaq, das Benehmen von den Gesandten und Propheten, dass Allah azza wa jalla ihnen etwas gegeben hat, was wir niemals verstehen können. Niemand von uns könnte das mitmachen, was Nuh alayhi salatu wassalam durchlebt hat. Und er war geduldig, deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn mit den Worten ausgezeichnet, إنه كان عبدا شكورا. Wahrlich, er ist oder er war ein dankbarer Diener. Und das steht als Lob im Koran, bis der Koran aufgehoben wird. So lange steht das im Koran. Das heißt, wenn du standhaft bist, wird Allah subhanahu wa ta'ala dich loben. Aber genau diese Zeit, in dieser Zeit standhaft zu sein, ist schwer. Diese Gesandten sind Vorbilder für uns. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie zu Vorbildern für uns gemacht. Aber jetzt die Frage, nehmen wir sie uns zu Vorbildern? Heutzutage hörst du von Muslimen, der sagt, ja, aber guck mal, die Mehrheit. Was für eine Mehrheit? Was für eine Mehrheit? Die Mehrheit waren schon immer Kuffar. Und die Mehrheit waren schon immer in der Irre. Und es waren immer einzelne Leute, die den Weg der Tugendhaften beschritten haben. Und deswegen ist das eine Versuchung für die Kuffar, die sich bestätigt fühlen, und für die Muslime, die sich in der schwächeren Position sehen. Daher, o Diener Allahs, du bist ein Muslim, Allah Azza wa Jal hat dir Izza gegeben. Wenn sie sich auch lustig machen über uns, was sagte Nuh alayhi salatu wassalam zu ihnen? Wenn ihr euch heute über uns lustig macht, so werden wir uns... Reicht dir das nicht?
Reicht dir das nicht, dass du dich morgen über sie lustig machen kannst? Und du machst dich in einer anderen Position lustig über sie. Da, wo sie nur noch erniedrigt wird. Du bist hier nicht erniedrigt. Alhamdulillah, du hast deine Izzah, du hast deinen Stolz. Aber sie werden an diesem Tag, die sich lustig über die Muslime gemacht haben, sie werden bei Allah erniedrigt werden. Und da kommt es darauf an, wen Allah die Ehre gibt. In der Dunya verdienen oder in der Dunya schaffen es viele Leute, eine Position zu bekommen, die sie nicht verdienen. Aber sie bekommen sie. Aber in der Akhirah wird Allah Azza wa Jalla nur diejenigen ehren, die auch Ehre verdienen. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. Allah Azza wa Jalla sagt in Surat Maryam, an diesem Tag, am Tage der Auferstehung, werden wir die Gottesfürchtigen wie eine geehrte Gruppe vorführen. Die Gelehrten sagen reitend. Und wir werden die Kuffar, die Verbrecher, wie eine Viehherde in Jahannam hereinbringen. Hereinwerfen bedeutet, sie werden auf ihre Gesichter gezogen. Billahi alaik, willst du auf dein Gesicht gezogen werden, Yawmul Qiyamah? Das passiert mit denjenigen, die sich heute über dich hier lustig machen. Du aber wirst geehrt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die wahre Ehre ist im Jenseits. Das ist die volle Ehre. Hier haben wir gesagt, können Leute als Ehre empfinden, was sie nicht verdienen. Aber Yawmul Qiyamah gibt es so etwas nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in einer Überlieferung bei At-Tirmidhi, er sagte, wenn die Dunya bei Allah den Wert vom Flügel einer Motte hätte. Was ist der Flügel von einer Motte? Ist was wert oder nichts wert? Nichts wert. Wenn die Dunya diesen Wert hätte, hat sie das bei Allah? Dann würde der Kafir nicht einmal einen Schluck Wasser zu trinken bekommen. Bekommt er hier einen Schluck Wasser? Warum? Weil diese Dunya bei Allah nichts wert ist. Aber Yawmul Qiyamah wird er geehrt in nur irgendeiner Situation von den Situationen bei Allah? Nein, nur Erniedrigung. Deswegen, ja, über was regst du dich auf? Es sind nur ein paar Tage, wo wir Geduld zeigen müssen. Walhamdulillah, sie haben sich schon immer über uns lustig gemacht. Das will Allah Azza wa Jal uns mit dieser Ayah sagen. Das ist eine ganz normale Sache. Allah hat das auch so geschrieben, subhanahu wa ta'ala, damit er auch die gläubigen Herzen prüft, subhanahu wa ta'ala. Und damit er weiß, welche Herzen nicht bereit sind, für Allah subhanahu wa ta'ala etwas in Kauf zu nehmen. Und diese Herzen gibt es viele. Es gibt viele Leute, die sind nur bereit, für den Islam etwas in Kauf zu nehmen, solange sie selber keinen Schaden davon tragen. Aber wenn es darum geht, dass sie selber einen Schaden in Kauf tragen müssen, dann siehst du, dass sie den Weg verlassen. Wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, in Surat Al-Ankabut, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعْذَابِ اللَّهِ. Und unter den Menschen gibt es manche, sie sagen, wir glauben an Allah. Aber wenn er für Allah, فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ, wenn er für Allah einen Schaden in Kauf nehmen soll, was bedeutet einen Schaden in Kauf nehmen soll, zum Beispiel? Ahmed? Bitte? Polizei klopft am Haus hier. Zum Beispiel? Oder? Dawa. Sehr gut. Nein. Er wird bezüglich seiner Religion benachteiligt und kann vielleicht sogar dafür, dass er die Botschaft verkündet, in das Gefängnis hereingeworfen werden. Oder anderes, weniger als Gefängnis. Aber dieser ist nicht bereit, etwas an Schaden für Allah subhanahu wa ta'ala in Kauf zu nehmen. Obwohl dieses Leben ist nur für uns gemacht worden als eine Art Prüfung. Aber er will unter der Erde laufen, damit ihn diese Prüfung nicht trifft. Und deswegen schaut, subhanallah, فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Dann tut er so, als ob die Strafe der Menschen, die er zu erwarten hat, schlimmer ist als die Strafe von Allah Azza wa Jalla. Ist es das? Bei Allah nein. Denn wenn er seine Religion aufgibt, dann wird er eine Strafe erleben, mit der er, wo er sich niemals vorstellen kann, was das für eine gewaltige Strafe ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala
uns davor bewahren. Und hier seht ihr, Allah liebt die Standhaften. Allah liebt diejenigen, die zu ihrer Religion stehen. Allah liebt diejenigen, subhanahu wa ta'ala, die etwas von ihrer Religion halten. Und davon haben wir die wenigsten in dieser heutigen Zeit. Die machen dann Schluss, wenn es um ihre eigene Person geht. Wenn hier zum Beispiel Behörden kommen, wenn Leute kommen und dich wegen deiner Religion angreifen oder dich unterdrücken, dann sagt er, ich brauche mir das nicht anzutun. Ich warte jetzt die nächsten Jahre, bis irgendwann die Situation wieder einmal besser wird. Und das sind die Verlierer, liebe Geschwister. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Dieses Lustigmachen ist eine Eigenschaft von den Kuffar. Ist eine Eigenschaft von den Kuffar. Wir sehen heute sogenannte Muslime, die machen sich lustig über was? Ebenfalls über den Propheten. Alayhi salatu wasalam. Sie machen sich lustig über Rasulullah sallallahu alayhi wasalam, über seine Sunna und so weiter und so fort. Sie sehen einen mit Bart, was sagen sie? Salafist oder? Was sagen sie noch? Schlimmeres als das. Mach mal den Schmutz von deinem Gesicht weg. So läuft kein Mensch rum, der etwas von sich hält. Sie sehen eine Frau im Niqab, sie sagen, guck mal dieses Ninja, wie die aussieht. Die machen sich lustig über die Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Und damit natürlich über die Sunna, weil das ist die Sunna. Und heute, wenn du das tust, ist der Kufr genauso vor dir wie damals. Damals haben sie sich direkt über die Propheten lustig gemacht. Heute machen sie sich lustig über die Sunna des Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manche machen sich lustig, dass er die Hosen über die Knöchel getragen hat. Manche machen sich lustig über dieses und jenes. Und von heutigen sogenannten Muslime, die behaupten, Dawah zu machen. Und das Urteil, liebe Geschwister, wenn man sich lustig macht über die Religion, ist, dass du ein Kafir wirst. Und das mit Ijma' aller Gelehrten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat At-Tawbah, قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ. Macht ihr euch etwa lustig über Allah, über seine Zeichen? Seine Zeichen. Und seinen Gesandten, entschuldigt euch nicht, ihr seid Kuffar geworden, nachdem ihr wart doch vorher Muslime, nachdem ihr vorher geglaubt habt. Allah hat sie aus dem Islam rausgeworfen. Und deswegen, pass auf, wenn du dich über den Islam lustig machst. Ihr glaubt nicht, wie viele Fragen ich bekomme von praktizierenden Leuten, Praktizierenden, die sagen, ja, heute habe ich mitgelacht, als jemand einen Witz gemacht hat über die Religion. Habe ich mitgelacht. Und der praktiziert, der betet 5-mal am Tag. 10 Fragen. Und wenn man sowas tut, dann sollte man sich fragen, was man vom Islam verstanden hat. Ein Muslim, der etwas von seiner Religion hält, wird niemals, niemals sich lustig über seine Religion machen. Ansonsten braucht er diese Religion nicht, soll er sich eine andere Religion suchen. Na, die nächste Eier. So lassen wir ihn in die Herzen der Übeltäter einziehen. Was bedeutet das hier? Das heißt, diesen Kufr und dieses Leugnen vom Koran, dieser Schirk, den lassen wir in die Herzen eindringen. Von wem? Von den Übeltätern, von den Kuffar, so dass sie von Allah Azza wa Jal nicht recht geleitet werden. Allah wird keine Seele recht leiten, die den Kufr, die den Unglauben vor dem Iman bevorzugt. Definitiv nicht. Aber wenn einer nur etwas an Iman besitzt, wird Allah Azza wa Jalla ihn recht leiten. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-An'am, Allah Azza wa Jalla sagt, وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوَهُمْ مُعْرِضُونَ. Und wenn Allah in ihnen, in den Dienern etwas Gutes gefunden hätte, so hätte Allah Azza wa Jal sie hören lassen, bedeutet verstehen lassen, recht geleitet. Wenn Allah nur sieht, dass du ein Körnchen an Wahrheit in deinem Herzen besitzt, Allah leitet dich recht. Und aus diesem Körnchen Wahrheit kann eine gigantische Pflanze entstehen.
Aber wenn er sieht, dass du den Kufr, den Unglauben, mehr liebst als den Glauben, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich mit diesem Schirk bestrafen. In deinem Herzen. Und du führst das die ganze Zeit mit dir. Und auch wenn du Muhammad oder Ahmad oder Abbas heißt. Schaut, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. O ihr, die ihr glaubt, gehorcht Allah und seinem Gesandten, das heißt in seinen Befehlen, in ihren Befehlen, wenn sie euch etwas gebieten, wenn sie euch etwas befehlen, gehorcht ihnen, damit ihr Leben bekommt. Und jetzt siehst du, warum viele Herzen tot sind, weil sie gehorchen nicht Allah und seinem Gesandten. Aber wenn du diesem gehorchst, wenn du Allah und seinem Gesandten gehorchst, dann bekommst du Leben in deinem Herzen. Tayyib. Wa'lamu, und wisset, dass Allah zwischen einem Mensch und seinem Herzen kommt. Zwischen einem Mensch und seinem Herzen kommt. Allah kommt dazwischen. Was bedeutet das? Sa'id ibn Jubair, radiyallahu anhu wa rahimullah ta'ala, erklärte, dass ein jeder Gläubige, den Allah Azza wa Jal Subhana zu den Gläubigen geschrieben hat, Allah Azza wa Jal wird nicht den Kufr an sein Herzen heranlassen. Und dass ein jeder Kafir, der den Kufr liebt, Allah wird nicht den Iman an seinem Herzen heranlassen. Und Allah will für uns den Iman, den Glauben, und er hasst für uns den Kufr. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ. Allah liebt für euch den Iman, den Glauben, und er hat ihn ausgeschmückt in euren Herzen. Er hat euch eine Süße gegeben, einen Geschmack, einen Iman, der euch zufrieden macht, in dieser Dunya und in der nächsten Welt. Und er hasst für euch den Unglauben und Al-Fusuq, die öffentlichen Sünden, und Al-Isyan, die Sünden überhaupt. Allah hasst das für euch. Deswegen, wenn du siehst, dass einer zufrieden ist mit seinen Sünden und mit das Üble, was er tut, so wisse, dieser hat nichts Gutes. Aber wenn du siehst, dass jemand nichts anderes für sich akzeptiert als den Glauben, auch wenn er Fehler macht, dieser ist recht geleitet. Bi-idhnillahi as-samii al-alim. Das ist der Unterschied. Deswegen hier sagt Allah Azza wa Jal, wir werden ihn in die Herzen der Übeltäter hereinbringen. Daher, wenn du dein Herz öffnest für etwas Übles, wird das Üble hereinkommen. Schaut mal, liebe Geschwister, wir versuchen immer unseren Geschwistern zu erklären, haltet euch an der Rechtleitung. Natürlich für andere Geschwister sieht das so aus, als ob wir, subhanallah, extremistisch fanatisch wären. A'udhu billah. Nur wenn du auf dem Weg der Rechtleitung bleibst, dann wird Allah Azza wa Jalla dich auch befestigen. Eine Frage an euch. Wenn man immer lockerer und lockerer und lockerer wird, das heißt, die Sünde hier kein Problem, die Freundin hier kein Problem, der Joint hier kein Problem, mein ab und zu trinken, wird man auf dem Weg bleiben? Niemals. Zähl die Tage, bis du diesen Weg verlässt. Aber wenn du diese Furcht im Herzen hast, ja Allah, ich könnte irrgehen, ja Allah, ich könnte irrgehen, und du tust was dafür, das heißt, du machst dich nicht in dem Sinne verrückt, dass du nicht mehr handeln kannst, nein, sondern du versuchst, gute Taten zu machen und auf Allah Azza wa Jal zu vertrauen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich immer befestigen auf diesem Weg. Aber diese Angst muss da sein bei dir, dass Allah Azza wa Jal dir diesen Glauben wegnehmen kann. Sufyan al-Thawri, rahimullah ta'ala, und er gehörte zu den rechtschaffensten und gottesfürchtigsten unter den Tabi'in, absolut, dieser großartige Tabi'i, rahimahullah ta'ala, als er einmal mit einem Gefährten stand, nahm er etwas Erde in die Hand und sagte zu seinem Gefährten, er sagte ihm, Wallahi, siehst du diese Erde in meiner Hand? Ich habe nicht mehr an Sünden in meinem ganzen Leben verrichtet, als dieses etwas Erde, was du in meiner Hand siehst. Und ich habe Furcht, dass Allah mir den Glauben nimmt, bevor ich zu ihm zurückkehre. Das war Sufyan al-Thawri. Und die Leute heute sind sicher mit ihrem Glauben und sie haben nicht die Gottesfurcht von Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala. Daher, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir uns erziehen
und dass wir dranbleiben an der Religion. Es sind harte Tage, kein Problem. Aber was ist der Gewinn? Was ist der Lohn für uns, Ali Jan, wenn wir so bleiben auf dem Weg? Jannah, subhanallah. Und für die Männer was? Ein? Mashallah, Ali Jan weiß Bescheid. Eine? Nee, nicht eine. Mehrere, inshallah. Das heißt, für uns was? Ich habe eine Frage an euch. Ist es möglich, dass wir Geduld zeigen können, auch in so einer Zeit der Fitna? Frage an euch. Ist es möglich? Ist es möglich? Mit der Kraft von wem? Von Allah Azza wa Jalla. Aber ist es möglich, in der Hölle Geduld zu zeigen? Gibt es jemanden, der Sabr zeigen kann im Höllenfeuer? Niemand. Die Leute, die im Höllenfeuer sind, werden Allah darum bitten, über Malik alayhi salam, sie werden sagen, liyaqdi alayna rabbuk. Dein Herr soll ein Ende mit uns machen. Können sie noch einen Tag überstehen? Und dann haben sie auch darum gebeten, dass sie nur einen Teil vom Tag etwas an Erleichterung bekommen, an Strafe. Wer hält das aus? Niemand hält das aus. Aber hier kannst du aushalten und auch den Sünden entkommen. Aber im Höllenfeuer kann niemand diese Geduld zeigen. Deswegen, was ist unsere Aufgabe? Dass wir hier uns zusammenreißen, dass wir auf die Zähne beißen, auch wenn wir viele Dinge hier nicht machen können. Anders gesagt, es gibt aber auch viele Sachen, die du machen kannst. Aber manche Leute kennen nicht Halal. Die kennen nur Haram, 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 Haram. Nein, wir haben alles, Alhamdulillah. Wenn du möchtest, kannst du heiraten. Hat dir einer verboten zu heiraten, Halija? Niemand. Du könntest jetzt heiraten, richtig? Hast du schon jemanden? Ich auch nicht für dich, auf jeden Fall. Du kannst heiraten und du kannst deinen Gelüsten freien Lauf lassen, kein Problem. Du kannst essen, du kannst trinken. Du kannst mit deinen Geschwistern zusammensitzen. Geschwistern meine ich Brüder mit Brüder und Schwestern mit Schwestern. Du kannst mit ihnen zusammensitzen. Du kannst mit ihnen Spaß haben. Und das Beste von diesen ganzen Dingen, als die, die ich erwähnt habe, ist, dass du Allah subhanahu wa ta'ala erwähnst. Was fehlt dir im Leben? Sag mir bitte, was fehlt dir im Leben? Es gibt Leute, der tut so, als nur das, weil er jetzt praktizierend ist, dass die Welt vorbei ist. Wer sagt dir das? Wallahi, die Muslime sind die glücklichsten Menschen. Die glücklichsten Menschen. Und warum auch nicht? Wer hat mehr Anrecht, glücklicher zu sein als sie? Sie sind doch diejenigen, die Allah und seinem Gesandten gehorchen. Soll Allah sie nicht glücklich machen? Frag dich eine Frage. Wird Allah jetzt, so wie du Allah kennst, wird Allah jemanden traurig machen, der das tut, was Allah von ihm will? A'udzubillah. Was ist das für eine Einstellung? Allah subhanahu wa ta'ala, er wird dir nur das Gute geben, weil du gehorsam bist. Allah ist Ash-Shakir, Ash-Shakur, derjenige, subhanahu wa ta'ala, er ist dankbar. Er ist dankbar für das, was du machst. Du machst eine kleine Tat, er dankt dir dafür. Wenn du jetzt 2-3 Jahre im Islam gelebt hast und du stirbst danach, dann kriegst du was? Nur 2-3 Jahre Paradies oder ewig? Ewig. Hast du aber ewig Gutes gemacht? Nein. Vielleicht wärst du später irre gegangen. Aber Allah gibt dir das ewige Paradies. Das ist seine Gabe, dass er dankbar ist. Aber, subhanallah, ist das jemand, der, von dem du eine schlechte Vermutung haben solltest? Er gibt dir das Gute, damit du auch dranbleibst. Warum lässt Allah Azza wa Jalla uns den Iman schmecken, den Glauben schmecken? Damit wir weitermachen. Stellt euch vor, wir würden bestraft dafür, dass wir das Gute tun. Wer würde dann das Gute noch tun wollen? Aber Allah belohnt dich, wenn du das Gute machst. Wie belohnt er dich? Indem er dir Glückseligkeit in deinem Herzen gibt. Und diese Glückseligkeit, die brauchst du, damit du die Tage überstehst. Und Allah Azza wa Jalla sagt, وَتِلْكَ الْأَيَّامِ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Und dieses sind die Tage, wir lassen die einen den anderen abwechseln. Bedeutet, manchmal hast du Erfolg, alles läuft gut, andere Tage kriegst du eine Klatsche links und rechts von jeder Seite. Das sind die Tage. Allah lässt sie einander abwechseln. Warum? Damit er sieht, wer gläubig ist und damit er auch die Heuchler erkennt. Subhanahu wa ta'ala. Na. Sie glauben nicht daran, an diesen Koran. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam mit diesem Koran. Was haben wir gesagt? Sie haben sich über ihn lustig gemacht.
Oh du, auf den angeblich der Koran herabgesandt worden ist. Und sie haben sich über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam lustig gemacht. Allah azza wa jal, subhana, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer authentischen Überlieferung bei Imam Muslim sagte, Allah liebt nichts mehr als die Entschuldigung. Als die was? Als die Entschuldigung. Jetzt erklärt er das. Daher hat Allah die Gesandten zu ihren Völkern geschickt. Als Frohboten und als Warner. Warum? Damit die Menschen ihren alten Weg lassen und der Rechtleitung folgen und Allah um Vergebung bitten. Allah liebt diese Entschuldigung. Was haben sie mit den Gesandten gemacht? Sie wollten ihn töten. Und er ist gekommen mit diesem Grund der Entschuldigung. Aber sie wollten das nicht annehmen. Subhanallah. Deswegen Allah azza wa jalla sagt, la yu'minuna bi. Sie werden an den Koran nicht glauben. Ich frage dich, glaubst du an den Koran? Und wenn du an den Koran glaubst, dann noch eine wichtigere Frage. Was hält dich davon ab, den Weg der Praktizierenden zu beschreiten, nachdem du so viele frohe Botschaften im Koran hast? وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ und verkünde den Gläubigen frohe Botschaft. Wahrlich diejenigen, die glauben und Gutes tun. Haben wir einige Ayat davon? Zahlreich. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß, er hat dich nicht nur mit den Prüfungen alleine gelassen, er hat dich auch gleichzeitig gestärkt und motiviert, dass du weitermachst. Aber die Kuffar, sie glauben nicht an den Koran. Obwohl Allah azza wa jal im Koran auch diesen Kuffar nicht den Weg zur Reue verschlossen hat. Schaut mal, Allah azza wa jal, als er über die Leute gesprochen hat, die Jesus zum Sohn genommen haben, die gesagt haben, Jesus ist einer von dreien. Und das ist Kufr. Das ist Kufr, liebe Geschwister. Allah azza wa jal sagt, wenn sie nicht damit aufhören. Was heißt, wenn sie nicht damit aufhören? Das heißt, hören sie damit auf, wird Allah ihnen vergeben. Aber wenn sie nicht damit aufhören, dann wird sie die Strafe ereilen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung bei Imam Muslim, wenn der Kafir wüsste, wie nah er am Paradies ist, würde er die Hoffnung zu Allah oder auf Allah nicht aufgeben. Was ist die Nähe zum Paradies für den Kafir? Einfach nur bereuen und was zu bekunden? Die Schahade. Das trennt ihn von. Jetzt, wenn ein Kafir herkommt, zum Beispiel 70 Jahre, der hat den schlimmsten Kufr gemacht und er sagt uns, ich bin bereit, die Schahada zu sprechen. Wird Allah ihm alle Sünden vergeben? Allah ist bereit, ihnen alle Sünden zu vergeben. Die glauben nicht an den Koran. Subhanallah. Warum glauben sie nicht daran? Weil ihre Herzen nicht bereit sind, an diesen Koran zu glauben. Subhanallah, ihr seht auch Leute, die sind Muslimhasser gewesen, Islamhasser gewesen, die haben den Islam gehasst, den Koran und alles dazu. Dann, wenn sie den Islam annehmen, was passiert auf einmal? Der Koran ist ihr einziges Buch. Ihr habt den doch vorher gehasst. Ja, Alhamdulillah. Was ist passiert? Hat er so viel an Wissen bekommen? Antwort nein. Aber was hat Allah mit seinem Herz gemacht? Er hat es gedreht und empfänglich gemacht für die Wahrheit. Warum seht ihr Leute, Wallahi, die haben keine Ahnung von der Religion. Du sagst ihnen, wenn du den Koran beschimpfst, der kriegt Eifersucht und er hält das nicht aus. Aber ein anderer, der kennt viel vom Koran und sagt so, ja, es gibt ja auch schon so komische Stellen im Koran. Warum das eine und das andere? Allah macht die Herzen gefügig. Deswegen, wenn du ein gesundes Herz hast, wirst du auch an den Koran glauben. Und wenn du auch noch so wissend bist, Wallahi, du wirst an den Koran niemals glauben. Das hat mit was zu tun? Mit Iman, mit Glaube. Allah gibt dir diesen Glauben oder er gibt ihn dir nicht. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung, die Hassan ist, bei Abu Dawud, sagte er, wenn Allah subhanahu wa ta'ala hat die Dunya jedem gegeben, den er liebt und nicht liebt. Aber den Iman hat er nur den gegeben, den er liebt. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah hat den Iman nur denjenigen gegeben, den er liebt. Was heißt das für dich? Wenn ein Kafir etwas bekommen hat von der Dunya, heißt das, Allah liebt ihn? Nein.
aber ein Muslim hat den Iman bekommen. Heißt das, Allah liebt ihn? Allah liebt ihn. Der Muslim hat einige Fehler. Allah liebt ihn. Aber er muss seine Fehler korrigieren. Aber Allah liebt ihn. Das ist alles. Daher, halte dein Glauben an diesem Koran fest. وَقَدْ مَدَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. Und das, was die Früheren schon an Kufr gemacht haben, Allah hat sie bereits alle vernichtet. Habt ihr keine Lehre davon gezogen? Wer sagt euch, dass ihr sicher seid vor dem, wovor die früheren Generationen nicht sicher waren? Und ich beende, liebe Geschwister, damit wir auch sehen, dass dieser Kufr nicht so in den Büchern übertragen wurde. Nein, dieser Kufr ist im Herzen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, أَتَوَاصَوْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ. Haben sie sich den Kufr etwa gegenseitig vererbt? Sie sind wahrlich Leute, die die Grenzen überschritten haben. Was meint Allah Azza wa Jal? Haben sich die Völker, die vernichtet wurden von Allah, die verschiedenen Völker, gesehen? Ja oder nein? Wir haben doch gehört, sie haben sich alle über die Gesandten lustig gemacht. Immer in derselben Art und Weise. Der Kufr war immer derselbe. Entweder schnarchen oder niesen. Yarhamukullah, yarhamukullah. Der Kufr war immer derselbe. Immer. Es gab niemals eine Situation, wo sie sich voneinander unterschieden haben. Das sind die Geschichten der Früheren. Das ist das. Und subhanallah. Sie haben sich einander nicht gesehen, aber sie haben dasselbe gesagt letztendlich. Das sind ihre üblen Herzen, die letztendlich gesprochen haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor jedem Irregehen bewahren. Möge Allah azza wa jalla uns befestigen auf dem Weg der Wahrheit. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Und morgen, inshallah, sprechen wir über die Kuffar, obwohl sie die klaren Zeichen bekommen haben, trotzdem nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Und wir werden nicht glauben, was wir lesen werden im Koran, wie schlimm die Herzen von diesen Leuten sind. Möge Allah azza wa jalla uns vor diesen Herzen bewahren. Na, dann haben wir ein paar Minuten Zeit, bi'idhnillah ta'ala, für die Fragen, wenn es welche gibt. Fragen wir. Beginnen wir mit den Fragen der Frauen. Wie hoch ist der tägliche Betrag, den man spenden muss, wenn man aus Krankheitsgründen nicht fasten kann? Das ist abhängig davon, wo du einen Arm speisen wirst. Natürlich in Afrika ist der Betrag anders als in Europa. Ja? Und in Europa weiß ich nicht, wo man Arme findet. Gibt es wahrscheinlich auch, aber nicht so viele wie in Afrika. Oder in Afrika ist nicht derselbe Betrag wie in den arabischen Ländern. Deswegen muss man gucken, wie die Situation dort ist. Na? Allgemein sagen wir den Leuten zwischen 3 und 5 Euro. Allgemein. Aber natürlich gibt es Länder, da ist das teurer. Was ist, wenn man nicht die Möglichkeit hat, diesen Betrag zu bezahlen? Dann musst du das nicht bezahlen. Allah Azza wa Jal erlegt keiner Seele etwas auf, was sie nicht zu leisten vermag. Wie ist die Erlaubnis, die Moschee während der Periode zu betreten, mit dem Hadith zu verbinden, dass die menstruierende Frau am Eid-Tag teilnehmen soll, aber von der Musalla fernbleiben soll? Dieser Hadith wurde von beiden Gruppen genommen, sowohl für diejenigen, die das als Verbot gesehen haben, und für diejenigen, die das erlaubt gesehen haben. Auf jeden Fall, wichtig ist, dass wir eine Sache verstehen. Das ist eine Meinungsverschiedenheit von damals und wird auch immer eine Meinungsverschiedenheit bleiben. Aber wichtig ist, die Frau, bi'idhnillah ta'ala, kann die Moscheen betreten mit der Bedingung, dass sie sich so schützt, dass durch ihre Kleidung nichts durchkommen kann. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Und wenn die Schwester genaue Beweise haben will, das haben wir alles angeführt in unseren Fiqh-Unterrichten, da kann sie das anhören, bi'idhnillah ta'ala. Was kann man gegen starken Zorn machen bei jeder kleinen Gelegenheit, wenn man trotz täglicher Ermahnung nicht damit umgehen kann? Die Sache ist natürlich von dem Gelüst, dass man sein Gelüst folgt. Und dieser Zorn hat kein gutes Ende. Hat kein gutes Ende. Wenn man extrem zornig ist, soll man Zuflucht suchen bei Allah Azza wa Jal. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Entweder das oder was macht man? Man setzt sich hin. Und wenn das immer noch nichts hilft, dann hinlegen. Deswegen manche, wenn sie so zornig sind, die legen sich gleich hin. Besser für sie. Na? Und das sind natürlich die Methodiken, die wir überliefert bekommen haben. Al-Ghadab selber, wie die Sahaba zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen und sie
ihn gefragt haben, rate uns mit etwas. Das heißt, gib uns einen guten Ratschlag. Er sagte was? La taghdab. Werd nicht zornig. Warum? Weil nach dem Zorn kommt nichts Gutes. Nach dem Zorn kommt nichts Gutes. Ich habe einen ganzen Dars gemacht, wenn du meinen Namen eingibst, zornig und aggressiv was tun, da hast du inshallah ta'ala mehr Nasiha, mehr Ratschläge bieten. Gehört der braune Ausfluss genau vor der Periode zu der Periode, dieser hält ein paar Stunden oder Tage. Der braune Ausfluss und der gelbe Ausfluss bei Frauen zählt nichts. Das heißt, sie macht Wudu und betet bi'idnillah ta'ala. Nur das Menstruationsblut ist das Blut, welches die Frau davon abhält, zu beten und zu fasten. Alles andere nicht. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Tafadda. Darf der Onkel seine Nichten küssen und umarmen? Natürlich, er ist Mahram für sie. Das heißt jetzt zum Beispiel, dein Bruder hat Mädchen, das sind deine Nichten, du bist Mahram für sie, wallahu ta'ala ala wa'ala. Na. Bitte schön. Dann reden wir über den Madhi, über die Lusttropfen. Wenn vor dem eigentlichen Geschlechtsakt schon etwas Flüssigkeit austritt, ist das Najis? Ja, das ist Najis. Al-Madhi, das heißt der Lusttropfen, ist Najis. Und das kommt bei beiden vor, bei Männern und bei Frauen. Deswegen, wenn man hier zum Beispiel nicht weitermacht, sondern entschließt aufzuhören, dann muss man Wudu machen, also dann muss man das Geschlechtsteil säubern. Dann muss man das Geschlechtsteil säubern, bei den Männern die Hoden noch dazu. Und dann bi'idnillah ta'ala kann man die Gebetswaschung vollziehen und beten. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Tfadda. Wie kann man? Ist das erlaubt, dass man sich zu Ramadan krank schreiben lässt, obwohl sie nicht krank sind? Nein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns angeordnet, dass wir, wenn wir etwas tun, das auf beste Art und Weise machen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, ihr glaubt, haltet an euren Verträgen fest. Es ist nicht in Ordnung, dass wenn man nicht krank ist, nicht zur Arbeit geht. Dann soll man Urlaub nehmen oder eine andere Möglichkeit suchen, mit jemandem die Schicht zu tauschen oder sonstiges, aber nicht, dass man hier ungerecht handelt. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Alhamdulillah. Wo legt man während des Gebets die Hände hin? Du meinst, während man im Stehen ist. Wo legt man die Hände hin während des Stehens? Ikhwa, wir haben immer Untertreiber und Übertreiber. Es gibt Leute, die legen ihre Hände unten hin, als wären sie beim Elfmeterschießen und müssten eine Mauer bilden auf dem Fußballplatz. Ja? Und dann gibt es Leute, der hat die Hände hier. Ja, das ist übertrieben und das ist übertrieben. Die Überlieferung bezüglich unter dem Bauchnabel, die ist da'if von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu arda. Imam Nawawi sagte, die Gelehrten haben eine Übereinkunft, dass diese Überlieferung da'if ist. Und viele machen das leider. Sie tun ihre Hände unter dem Bauchnabel. Die meisten Gelehrten sagen, dass man das auf den Bauch legt. Okay, die meisten Gelehrten. Und was mit der Sunna vereinbar ist, ist die Überlieferung von Wa'il radiallahu anhu arda, dass er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesehen hat. Diese Überlieferung ist auch umstritten. Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala hat sie als sahih klassifiziert, dass er gesehen hat, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die rechte Hand auf der linke Hand auf der Brust hat. Und das ist wallahu ta'ala ala wa alam, was der Sunna am nächsten ist. Wir reden über eine was? Über was? Säule, Pflicht, Sunna. Über eine Sunna. Jetzt einer hat die Hände hier auf dem Bauch. Darfst du ihm was sagen? Es gibt Leute, der sagt, A'udhu billah. Ich werde heute im letzten Drittel der Nacht Bittgebete für dich machen. Ich weiß sonst nicht, was mit dir passiert. Allah al-Musta'an ist eine Sunna, Nummer eins. Nummer zwei, wir können nicht sagen, dass er falsch handelt. Können wir nicht sagen. Deswegen, du kannst das Gute tun, das Bessere tun, kein Problem. Mach die Hände auf die Brust, ja.
Nochmal, nicht hierhin. Ja, hierhin so. Und auch nicht auf dem Bauchnabel. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Na, tafadda. Wenn Allah Azza wa Jal in der Wir-Form spricht, was bedeutet das? Das bedeutet, Allah meint sich, das ist eine majestätische Form in der arabischen Sprache, um seine Herrschaft zu bekunden. Yani. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Du siehst jetzt einen Bruder auf der Straße. Was sagst du ihm? Assalamu alaikum. Warum alaikum? Das ist nur eine Person. Hä? Nee. Assalamu alaikum heißt was? Friede sei auf euch. Nicht auf dir. Assalamu alaika ist auf dir. Aber Assalamu alaikum auf euch. Aber wie viel sind sie denn? Wie viele Brüder sind da? Ja. Schaut, in der arabischen Sprache ist diese majestätische Form wir, meint sich selber. Allah Azza wa Jalla meint sich selber damit. Ja? Um seine Majestät zu bekunden. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Auch wenn ich euch jetzt sage, zum Beispiel, wir haben einen Vortrag für euch vorbereitet. Das heißt, Miskin Abul Bara hat den Vortrag vorbereitet. Oder habt ihr mir geholfen? Ja? Selbst in der deutschen Sprache ist das auch möglich zu nehmen. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Na. Halas? Alhamdulillah. Na. Bitteschön. Wo sollten die Frauen beten, wenn es mehrere Gebetsräume gibt? Wenn es mehrere Gebetsräume gibt, sollten die Frauen alleine im Gebetsraum beten und nicht hinter den Männern. Sagt man ja in der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Richtig. Aber lies auch weiter, was in der Sunna war. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat erstmal den Männern befohlen, dass sie so lange im Tashahud bleiben, das heißt sitzen bleiben nach dem Gebet, bis die Frauen draußen sind. Er sagte zu ihnen, zu den Männern, die beste Reihe für die Männer ist die erste Reihe und die schlechteste ist die, das heißt, sollte er so nah wie möglich an Frauen dran sein, Alijan, sondern weit, ja, Baraklofik, das hoffe ich auch für dich. Na, er sollte weit entfernt sein. Ja, ich meine, wenn wir über die Sunna reden, dann lasst uns über die ganze Sunna reden. Ibn Umar radiallahu anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ließ einen Eingang für die Frauen, das heißt zu ihrem Raum einrichten, beziehungsweise zu der Moschee, einen extra Fraueneingang einrichten. Und ich habe, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mir gesagt, keiner soll diesen Raum betreten und ich habe ihn nicht betreten bis zu meinem Tod. Ja, dann subhanallah, was heißen diese ganzen Hadithe? Dass wir uns mischen sollen? Nein. Als die Frauen und Männer rausgegangen sind von der Moschee, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen, dass sie sehr nah beieinander waren. Bis er gesagt hat, geht auseinander. Die Frauen sagen, wir sind dann so nah an den Wänden vorbeigelaufen, dass unsere Kleidungsstücke daran hängen geblieben sind. Subhanallah. Dann soll man die ganze Sunna erzählen. Und die ganzen Khulafa nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam haben was gemacht? Sie haben getrennt. Sheikh ibn Uthaymeen rahimullah ta'ala sagt, dass in der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam die Trennung nicht so möglich war. Deswegen haben die Frauen hinter den Männern gebetet. Weil wenn ihr guckt, auch die ganzen Hadithe, das heißt, es sollte schon eine Trennung stattfinden. Und natürlich hilft das vor der Fitna. In einer Überlieferung bei Tirmidhi, sie ist umstritten, Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala sagt, sie ist Hassan, gab es eine Gegebenheit, wie Ibn Abbas radiallahu anhu erzählte, Allah azza wa jalla sagt in der Ayah, wir werden auch noch dazu kommen, bi'idhnillah ta'ala, وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. Wir haben doch diejenigen von euch gekannt, die nach vorne gegangen sind, und wir haben diejenigen gekannt, die nach hinten gegangen sind. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, es gab eine wunderschöne Frau, die betete in der ersten Reihe. Was war mit einigen der Sahaba, die sind nach hinten gegangen und andere sind nach vorne geflüchtet vor der Fitna. Fitna oder nicht? Du siehst auch einen, ja, der betet, der ist in der letzten Reihe, damit er ganz nah zu den Frauen ist. Ja. Beim Rukua, der guckt lange drunter und bleibt lange im Rukua. Ja. Fitna oder ist natürlich Fitna. Na, wir können nicht sagen Verbot, aber wenn wir die ganze Sunna nehmen, dann sagen wir natürlich besser, dass man sie trennt. Wallahu ta'ala ala wa alam. Und das war auch die Vorgehensweise der Khulafa ar-Rashidin. Na. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Bis morgen, inshallah ta'ala.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.